Servus, da bin ich schon wieder. Heute zeige ich mal ganz kurz, wie man die Temperaturkompensation bei der Waage einstellt. Also, wenn jetzt jemand mit der Bosch-Wägezelle arbeitet oder so, ist eh schon saugenau. Also, hat eh ganz wenig Temperaturschwankung. Wenn man den HX711 dann hat, noch ein bisschen im Gehäuse, dass er ein bisschen witterungsunabhängig ist, also dass er nicht so schnelle Warm-Kalt-Phasen hat, einbaut, dann wird es eh eigentlich schon sehr genau. Also die meisten müssen wahrscheinlich gar nichts machen. Ich zeige es aber trotzdem mal, wenn es einen interessiert, erkläre ich das mal kurz. Also ich kann schon mal anfangen. Wenn ihr eure Waage fertig habt, sie läuft, sie sendet Daten, dann macht ihr nichts anderes. Ihr nehmt eure Waage, ja, stellt die irgendwo draußen hin, wo es nicht anregnen kann, wo es keine Sonne hinscheint, wo aber trotzdem die Temperatur nach oben und unten in irgendeinem Schuppen, ja, wo es warm und kalt wird, am besten. Ihr legt da am besten irgendein definiertes Gewicht, also ist scheißegal, welches Gewicht ihr da drauf legt, irgendein Gewicht muss drauf liegen. Und dann lasst ihr die Waage einfach eine Woche lang senden. Macht relativ häufige Sendungen, weil umso einfacher tut sie euch bei den Einstellungen. Also lasst, wenn es möglich ist, wenn es bei euch zu Hause ist, was ich empfehlen kann, lasst es auf Minutentaktung laufen und jede Minute ein Signal. So. Dann nehmt ihr euch eure App. Ja. Wo habe ich jetzt mein Handy? Ah, ja, ist wurscht. Ich kann es euch so auch erklären. Dann nehmt ihr euer Handy und schaut nach, nur so fiktiv, machen wir es ganz einfach, ihr schaut nach, an dem Tag, wo ihr die aufgestellt habt, also wichtig, genau, beinahe vergessen, wichtig, wenn ihr die bei euch zu Hause kalibriert, ja, für die Temperaturkompensation ist ganz wichtig, dass ein Temperaturfühler beim HX711 ist. Das ist ganz wichtig. Es muss ein Temperaturfühler beim HX711 sein. Nicht irgendwo im Bienenstock draußen oder so, sondern am besten irgendwie neben dem HX711. Weil die größte Temperaturschwankung kommt nicht von der Wägezelle, sondern auch etwas, aber das Signal von einer relativ guten Wägezelle, die wo ich euch verlinkt habe, das ist zwar sehr günstig, aber die ist wirklich sehr gut. Die ist wirklich, wirklich sehr gut. Aber die meiste Schwankung kommt definitiv vom HX711. Aus dem Grund muss ein Temperaturfühler beim HX711 sein. So, wie ihr das macht, ist eigentlich völlig egal. Also ist wirklich völlig egal. So, dann macht ihr ja die Kalibrierung eurer Waage bei euch zu Hause. Kalibriert die. Und schreibt euch aber auch auf, bei welcher Gradzahl ihr die kalibriert habt. Also wo, wie warm war es beim HX711. Also am besten legt ihr euch das nebeneinander hin, kalibriert das ganze System und dann merkt ihr euch einmal euer Kalibrierungsgewicht, sagen wir mal 10 Kilo und die Temperatur, sagen wir mal 20 Grad. Ja? So, das müsst ihr aufschreiben und dann lasst ihr die irgendwo einfach mal durchlaufen. Scheißegal. Dann schaut ihr an irgendeinem Tag nach, keine Ahnung, am 1. Januar, ist ja wurscht, nur fiktiv, ihr schaut halt an irgendeinem Tag nach, nach der Temperatur, schaut wo, wann war es am kältesten, ja, ihr schaut, wann war es am kältesten, jetzt kommt da raus, morgens um 2 Uhr war es am kältesten, so, dann schreibt ihr euch diese Temperatur auf, um 2 Uhr nachts, schreibt es auf, keine Ahnung, 3 Grad. Ja? Dann schaut ihr an im selben Tag um 2 Uhr, das ist wichtig, selber Tag um 2 Uhr schaut es nach, da steht da, warte, ich schreibe das mal auf, nicht, dass irgendein, wir sagen jetzt 3 Grad, haben wir gesagt, um 2 Uhr. So, dann, wird es mal aufgeschrieben, 3 Grad, 2 Uhr. Dann schaut ihr nach, wie warm, wie viel Gewicht hat sie euch da angezeigt? So, jetzt steht da, keine Ahnung, 9,85 Kilo. Ja? Also 2 Uhr, 9,85 Kilogramm.
Ich hole euch gleich her, dass wir das berechnen können. So, dann haben wir das. Dann schaut ihr an irgendeinem Tag, das kann auch gleich der nächste sein, ist, im Prinzip ist egal. Wir suchen nur irgendeinen Wert, wo eine große, möglichst große Temperaturschwankung war. So, und dann schauen wir, keine Ahnung, Tag darauf, Temperatur, keine Ahnung, nachmittags, 14 Uhr, hat's gehabt draußen, nur fiktiv jetzt, 30 Grad. Also, schreib mir auf, 30 Grad und wir hatten, weiß ich nicht, 10,1 Kilo. Ja? 1 Kilogramm. So, jetzt hole ich euch mal hierher aufs Blatt. Dann zeige ich euch, was wir da draus machen. Wir wissen, wir haben es kalibriert bei 22 Grad in der Wohnung. Bei 22 Grad und da hat es uns angezeigt, weil da haben wir es kalibriert, 10 Kilogramm. So, und jetzt hole ich euch mal hierher. Hört sich vielleicht für manche ein bisschen kompliziert an, aber ihr werdet gleich sehen, das ist gar nicht so tragisch. Gibt es einen kleinen Cut und dann... So, also, seht ihr das? Also, wir haben gesagt, 22 Grad hat es gehabt bei der Kalibrierung. Ja. Das steht komplett außen vor, das Maß. Das brauchen wir für nichts anderes. Aber das haben wir. Also, wir wissen jetzt, das hier sind Unterschied, Temperaturunterschied 27 Grad. Ja? Von 30 auf 3 Grad sind 27 Grad Temperaturunterschied. So, dann wissen wir, dann schauen wir, wie viel Gewichtsunterschied war zwischen den Temperaturen. Ja? Also, sind hier 250 Gramm. Das sind 250 Gramm. So. Haben wir das? Soweit verstanden, was ich da mache? Also, das ist jetzt unser Ergebnis. Wir wissen jetzt, 250 Gramm sind Unterschied bei 27 Grad. Da könnte jetzt auch 2 Kilo stehen, ist eigentlich egal. Aber so berechnet ihr das. Nichts anderes. Ja? Der Unterschied hier unten gegenüberstellen. Fertig. So. Dann wissen wir, dass wenn es wärm, also dann müssen wir schauen, wie viel Grad ist es jetzt für bei was. Also, dann rechnen wir eigentlich nur 250 geteilt durch 27. So. Dann wissen wir, halt durch 27 9,25 Gramm. Ja, 2,6 gerundet. 2,6 Gramm. Ja, das brauchen wir jetzt. So, dann gehen wir mal auf unseren Monitor. Kommst du scharf? Schauen wir mal, wo wir hier zu Hause sind. Warte, ich muss mich jetzt mal schnell hier verbinden, weil ich nicht weiß, welcher Honey Pie es ist, weil ich habe hier mehr am Laufen. Das müsste ja sein. So, dann gehen wir eigentlich nur hier zu den angeschlossenen Sensoren. Ja, dann gehen wir runter zu unserer Waage. So, und dann ist hier der Haken Temperaturkompensation. So, und da geben wir jetzt ein Korrekturwert Gramm pro Grad. Seht ihr das? So, und jetzt wissen wir, und da Temperatur bei Kalibrierung. Also wir wissen, wir haben bei 22 Grad kalibriert, also schreiben wir hier schon mal 22 Grad rein. Dann steht hier Kompensationswert. Ja, da wissen wir, jetzt schauen wir uns den Zettel mal genauer an. Wir wissen, wenn es wärmer wird, wenn es wärmer wird, wie die 22 Grad, wird das Gewicht, ihr seht es nicht, also wenn es wärmer wird, seht ihr es, steigt das Gewicht. Also, es steigt. Wenn da jetzt bei 30 Grad 9,5 wäre, zum Beispiel, oder 9,8, dann wissen wir, das Gewicht fällt. Ja, also schreiben wir hier rein. Wir wissen jetzt, es steigt, also Korrekturwert pro Gramm.
Jetzt schreiben wir hier rein die 9,26 Gramm. Okay? Also 9,26 Gramm. So. Und dann fragt er uns noch Auswahl der Temperatursensor. Und da wählen wir den aus, der wo natürlich von dem wir auch ausgegangen sind. Also von dem, der wo bei dem HX711 ist. Ja? Und dann speichern wir das Ganze und das war's. So, also ich hoffe, das hat jetzt einigen vielen weitergeholfen. Ihr habt gesehen, so schwer ist es nicht. Das Video ist ein bisschen länger geworden, wie ich gedacht habe, aber ich wollte, dass ich es ein bisschen ausführlich erkläre. Aber wichtig ist nur, ihr müsst den Temperaturunterschied und das Gewicht feststellen. Und dann macht ihr einfach das Gewicht durch den Temperaturunterschied und dann wisst ihr genau, wie viel Gramm verändert sich das, die Waage laut Gradzahl vom Außentemperatur. Also wie verändert sich das? Theoretisch funktioniert es sogar mit einem Fühler, der nicht beim HX711 ist, der irgendwo ist. Ja, funktioniert es theoretisch auch. Aber es funktioniert besser, wenn der Fühler beim HX711 ist. Und was noch wichtig dabei ist, wenn man Temperaturkompensation einstellt, sollte man auch relativ sicherstellen, dass danach, wo das System eingebaut ist, egal wo, dass da keine Sonne hinscheint. Weil das kann euch euer Ergebnis natürlich schon verfälschen, weil die Temperaturkompensation, ja, wenn man es ganz genau haben will, noch genauer, muss man da noch ein bisschen mehr ins Detail gehen. Aber das ist ja eine Mischung zwischen dem Metall, das sich erwärmt und abkühlt, und die Widerstände vom HX711, wie viel Widerstand ist da. Aber es funktioniert wirklich sehr genau, wenn man auch achtet, wenn man das Ding einbaut, also wo man das dann hinbaut, wo auch immer, dass da keine Sonne an dem HX711 hinscheinen kann. Dass da keine direkte Sonneneinstrahlung ist. Dass das Ding eigentlich immer im Schatten ist. Dann funktioniert das wirklich, wirklich genau. Aber so, ich persönlich, ich habe jetzt die Waage, das ist die Kamerawaage, die habe ich ohne Laufen. Und die läuft sehr, sehr, sehr genau. Das vor allem auch, wenn ihr jetzt, viele sagen, also wenn ihr die Wagen so anschaut, was auf dem Markt sind, die ihr kaufen könnt, für viel, 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 viel Geld, die haben alle eine Temperaturkompensation. Das ist eine Temperaturdrift. Da ist nichts eingestellt. Ist auch völlig normal. Ist auch nicht so dramatisch, weil sehr, 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 also das ist eigentlich fast, es kommt nicht vor. Die Temperaturen gehen ja gleichmäßig nach oben und nach unten. Genauso wie den Tag davor und den Tag danach. Das ist alles relativ gleich. Wichtig ist ja für euch der Unterschied zwischen gestern und heute für die gleiche Zeit. Versteht ihr das? Das ist ja wichtig. Und das sagt euch ja die App. Wenn ihr da in der HoneyPie App nachschaut, die sagt ja, hey, gestern um dieselbe Zeit waren da, weiß ich nicht, 500 Gramm weniger da. Also ihr habt 500 Gramm mehr jetzt. Oder ein Kilo mehr. Oder 400 Gramm weniger. Das ist ja das Wichtige, das Entscheidende. Und das funktioniert auch ohne Temperaturkompensation. Also wenn sich jetzt jemand sagt, oh nein, das will ich nicht machen. Keine Angst, wenn ihr das auch nicht macht, ja, dann ist das trotzdem, das funktioniert trotzdem. Also eure Waage geht immer noch mindestens genauso genau wie viele, viele Wagen, die ihr kaufen könnt. Also wirklich, ich habe jetzt wirklich extrem viele Wagen schon ausprobiert und ausprobieren dürfen, und wenn ich das jetzt mit der HoneyPie-Waage vergleiche, also die HoneyPie-Waage kann mit allen anderen locker mithalten. Also wirklich, wenn man sich da noch spielt mit Temperaturkompensation und so, irre. Also dann die hängt man, wenn man das wirklich will, die würde man abhängen. Also das geht dann wirklich verdammt genau, ja. Um das mal so zu sagen. Und ja, aber es ist halt so. Jetzt stellt euch mal vor, jeder Hersteller müsste da seine Waage, der baut die und muss jede Waage eine Woche lang Test laufen lassen, dass er diese Temperaturkompensation ermittelt hat und so. Unmöglich. Also das kann kein Mensch bezahlen. Also das könnte keiner. Ist einfach so, wenn wir uns ehrlich sind. Und deswegen haben die meisten Wagen
Das eigentlich auch nicht. Und warum haben sie es nicht? Weil auch wenn das theoretisch ein Kilo schwanken würde, wenn es 10 Grad Unterschied und es würde ein Kilo nach oben und unten gehen, ist ja trotzdem die Temperaturunterschied vom Tag zuvor zum Tag danach, ich habe mir das mal angeschaut, das ist gar nicht so dramatisch. Man merkt, es geht zwar immer so Tag und Nacht, ne? Aber das, ja, ich hoffe, ihr versteht's, was ich meine. Das ist nicht viel Unterschied vom Vortag zum anderen Tag. Also es ist jetzt, wenn es jetzt heute nachts minus 2 hatte, dann hat es morgen vielleicht 0. Ja? Oder sagen wir 2 Grad plus. Aber es hat nicht morgen auf einmal 30 Grad. Es wird langsam wärmer und langsam. Und deswegen ist das eigentlich auch fast irrelevant, weil die Software einem ja anzeigt, wie viel ist es mehr geworden oder weniger geworden. Ja? Und da wird es feststellen, jeder, ihr dürft es gerne drunter kommentieren, wer so eine Waage schon am Laufen hat. Das ist wirklich top. Also das ist wirklich top. Ich kann es nur immer wieder sagen, ich finde das genial. Ich habe übrigens, ich habe ja das Video gemacht, wo ich gesagt habe, ja, Powerbank und so weiter und so fort. Jetzt habe ich es nicht da. Die Powerbank, die ich gezeigt habe, das ist so eine aus Italien, aus irgendeinem Strand, irgend so Chinesen-Ding. Also billigstes Teil. Komischerweise hat keine Abschaltung, gar nichts. Und die Waage jetzt hier, die steht hier, die läuft jetzt damit ohne Probleme mit dem Whitey Pie. Und da ist jetzt der nächste Test. Das ist so, ich habe sie mal durchgemessen, ich habe so einen Teil mit Entladung. Die hat jetzt so 15.000 mAh, die Powerbank. Und die lasse ich jetzt, nee, hat's nicht. 10.000 und ein paar Zigaretten. 10.500 hat sie, so ist. Die hat, steht zwar 20.000 drauf, aber hat sie nicht. Also die hat 10.500 mAh und ich lasse die jetzt mal laufen und ich bin mal gespannt, wie lange läuft diese Waage mit allen Sensoren, mit keine Ahnung was, läuft die durch, ohne dass der Akku ausfällt. Also da bin ich jetzt gespannt. Ich zeige zwar noch ein Video, wo ich zeige mit Solarmodul, wie man so eine kleine Inselanlage baut, weil das ist wirklich sehr günstig und für sehr viele da draußen wahrscheinlich eine geile Aktion. Und aus dem Grund wird das ein separater Teil. Das wird zwar eigentlich eine Inselanlage, aber ich mache das in beiden, da kommt eine in eine extra Playlist für Inselanlagen. Ich mache das in beide rein, auch für das Honey Pie Projekt, weil man kann damit alles mit Strom versorgen und das Ziel ist, ich will mit dieser gesamten autarken Stromversorgung, es soll nur eine kleine werden, für vielleicht so ein kleines Licht oder so, Bewegungsmelder, keine Ahnung, ja. Und da will ich weit unter 100 Euro bleiben. Also ich versuche es, dass ich so um die 60, 65 Euro hinkomme. Ich glaube, das schaffe ich. Und lasst euch überraschen. Also, und dann wäre es geil. Weil dann hat man, wenn man so, und ich will es sehr kompakt bauen, dass im Prinzip jemand, der kein Häuschen hat, kann das einfach so unter seine Bienen stellen, Solarplatte oben drauflegen oder keine Ahnung wie. Und wenn jemand so ein Häuschen hat oder so einen kleinen Bienenstand, der kann das da einbauen und hätte gleichzeitig Strom für Licht und Strom für die Waage. So, jetzt bin ich aber weg. Dann, ciao, bis zum nächsten Mal.